Hallo, ich meine Freunde, und damit herzlich willkommen einmal hier wieder zurück zum LS19 Tierfarmprojekt mit meiner Wenigkeit. Erstmal sorry, dass gestern keine Folge kam. Ich habe zwar eine aufgenommen, habe dann aber gemerkt, jo, OBS-Profil war falsch, konntest du wegschmeißen und danach war leider schon Aufnahme. Deswegen ein Fail meinerseits. Ihr seht, wir ernten hier gerade schon die Sojabühnchen. Und das ist jetzt ja in dem Sinne nichts Aufregendes, deswegen machen wir heute mal wieder ein bisschen Real Talk, so frei nach dem Motto. Wenn ich erstmal noch die Geschwindigkeit eingestellt bekomme. Wir haben folgendes Problem. Ich habe ja vorgespult, ihr seht ja auch, nächster Tag und so weiter und so fort. Ne? Also alles am Start. Also wirklich, wirklich alles am Start. Aber, und jetzt kommen wir zu diesem ganz großen Aber-Problem. Ich präsentiere euch den aktuellen Preis für die Silage. Ist auch fertig gegärt. Tada! Wir sind wieder im Sinkflug. Es ist zum Kotzen. Ich weiß. Deswegen konnte ich in der Hinsicht leider noch nichts machen. Also ich habe gesagt, wir verkaufen jetzt noch nicht. Hatte ich dann in der Folge, die nie rauskommen wird, gesagt, wir verkaufen jetzt noch nicht, weil das lohnt sich in dem Moment einfach nicht. Und dafür machen wir halt erstmal hier dementsprechend die Ernte. Ich habe Soja halt angesehen, ich weiß gar nicht, ob ihr das noch im Bilde habt. Aber einfach so als Zwischenfrucht halt, ne, wir wollen ja keine Monokulturen machen. Und ja, Soja ist halt auch das Übliche, ne? Achso, und dann gab es noch einen Fehler meinerseits, den ich euch gerne zeigen möchte. Wir haben noch die erste Düngerstufe. Ich weiß, ich bin dumm. Und deswegen werden wir da nicht so viel rauskriegen, aber wir kriegen immerhin ein bisschen Kohle raus. Und währenddessen müssen wir das jetzt hier erstmal machen und warten, dass der Preis entweder hoch geht oder erstmal wieder massiv abfällt, bis er dann wieder hoch geht. Ich habe keinen Plan. Irgendwie sowas in der Richtung wird es auf jeden Fall sein. Oder es wäre sehr liebenswürdig, wenn es so kommen würde, wie es dementsprechend kommt. Ja, währenddessen machen wir es jetzt diesmal richtig und düngen sofort. Ja, dass wir dann das Problem nicht noch einmal haben, wie ich es halt im Fail wieder gemacht habe. Ansonsten, ich habe meine Pferde nochmal versorgt mit Stroh. Das war nämlich relativ niedrig. Ansonsten können wir da momentan nicht viel machen. Eierpaletten sind nicht so viele gespawnt. Ihr seht es hier drüben. Könnten einfach nur schon mal anfangen zu sehen. Das wäre durchaus noch eine Möglichkeit. Ich überlege halt die ganze Zeit, ob wir Gerste machen. Weil Gerste soll ja ertragstechnisch vielleicht irgendwie noch ein bisschen geiler sein wie Weizen. So war es ja auf jeden Fall im 17er. Ich würde aber auch gerne mal die Idee ausprobieren, die ihr mir geschrieben habt, mal nochmal Weizen anzusäen und dann im Grünstadium zu mähen. Ich weiß nicht, ob, also zu häckseln in dem Fall. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ihr könnt das gerne auf jeden Fall mal ausprobieren, weil normalerweise müsste das mehr Ertrag bringen, theoretisch. Ja, also, weil ich war ja bei Mais im 17er nicht anders. Mais können wir halt leider nicht ausprobieren, weil ich dafür die Saatmaschine nicht habe. Aber das wäre so mein Vorschlag der Woche oder des Tages. Hat fast vollen Korn, hat er nicht komplett abgetankt. Das ist ja wieder selten dämlich. Und ihr seht, hier kam jetzt schon das erste Unkraut aus irgendeinem Grund wieder. Was ich auch nicht so ganz verstehe, warum, aber. Naja, so hat er nicht richtig abgetankt, beziehungsweise ich bin zu schnell weggefahren. Das ist kein Problem, drehen wir kurz eine Runde. Und halten nochmal den Hänger unter das Rohr. Da müsste dann jetzt ja theoretisch auch stehen bleiben. Bleibst du stehen. Dankeschön. Ansonsten, ich habe die Musik geändert. Wir haben jetzt eigene Musik. Wir haben die 17er Musik, die wird noch komplett ausgetauscht. Die ist jetzt deutlich leiser als die vorhergehende. Wie gesagt, sorry, wenn das in den letzten Videos so extrem genervt hat. Ich habe nur immer wieder gedacht, na, hä? Und ist doch schon auf 10%. Das ist ja das Niedrigste, was man machen kann. Aber die ist halt echt zu laut. Also wirklich viel zu laut. Und dadurch, dass ich die selber nicht anpassen kann, weil die nicht offen in den Spieldateien rumliegt, und da mal ein paar Dezibel runterschrauben kann, haben wir jetzt halt die Standardmucke. Ich denke mal fast schon wieder, die ist jetzt zu leise, aber ich bin da auf euer Feedback einfach mal gespannt. Ihr schreibt es mir doch, wenn ihr so nett seid, gerne in die Kommentare.
Ich weiß, dass wenn man gerade hier so ist, dass die Traktoren ultra laut sind, aber das kann man leider auch nicht anders bewältigen. Außer ich könnte jetzt hier mal noch, die Fahrzeuglautstärke noch ein bisschen runternehmen. Dass es vielleicht da noch ein bisschen angenehmer ist. So. Dann muss man das Ganze ja nochmal anpassen. Auf jeden Fall, heute mal so allgemein so ein bisschen Real Talk, beziehungsweise allgemein so, was gibt's denn Neues? Auch so bei euch, was gibt's bei euch Neues? Gerne in die Kommentare schreiben, ob es irgendwas auf dem Herzen liegt, was euch momentan nervt oder so. Aber ich habe eine Frage an euch, beziehungsweise das ist ein Thema, da wollte ich sowieso mal drauf eingehen und warum nicht jetzt, wenn wir eh gleich hier dabei sind. Ich mache mal kurz hier einen Helfer rein, dass wir hier eine relativ gerade Bahn bekommen, dann haben wir mal kurz noch die Geschwindigkeit hoch, weil mit 10 km/h müssen wir hier nicht rumfahren. Ihr habt doch sicherlich mitbekommen, was auf Twitch momentan los ist, oder? Ja, hier mit unserem Montana Black. Da wurde er gebannt. Ne, 30 Tage wurde er gebannt von Twitch. Wegen zweierlei Äußerungen. Einmal hat er wohl einen Fortnite-Charakter, also den Skin, den es da gibt. Ihr wisst ja, Fortnite, dieses ADHS-Spiel. Zu so einem asiatischen Skin gesagt, oh, guck mal an, der hat Schlitzaugen. Das war so das Erste, wo ich nur sage, okay, what's the problem, Sherlock? What's the problem? Und das Zweite war wohl, das war wohl eigentlich das, was so da tiefergreifend war, beziehungsweise ich komme da später nochmal drauf zustande, dass es eigentlich auch nicht tiefergreifend war. Er hat wohl öfters mit seinen Kollegen gesagt, dass er Regen oder dass sie Regen hassen, ironisch. Nun könnte man sich ja im ersten Moment sagen, ja, okay, Regen ist auch scheiße, ich finde Regen jetzt im LS jetzt, wenn es regnet, auch scheiße, weil dann kann ich nicht ernten. Ja, dumm an der ganzen Aktion war wohl leider nur, dass er es erklärt hat, weil die User dann fragten, ja, hä, wie Regen, was meint ihr mit Regen? Naja, dreht Regen mal rum, dann habt ihr das N-Wort, ne? Und kann man bringen, aber schwierig heutzutage, ne, schwierig. Sag mal, was ist mit dem Radio los? We get three and by, willst nicht abspielen? Ne, Fields Batman. Willst nicht abspielen. Okay, auch egal. Genau, das war dann so das Ding. Und dann siehst du so zack, 30 Tage, beziehungsweise mit Vorankündigung wohl bemerkt. Also, er wusste eher Bescheid, bevor der ganze Spaß da gelaufen ist. Und dann ist ja das mal 30 Tage Ruhe. Finanzieller Schaden zwischen 20 bis 40.000. Aber ich will allgemein mal das zur Diskussion gerne auch mit euch bringen. Ihr wisst ja selber, auch von mir, ich bin, was das Labern angeht, ein relativ schmerzfreier Mensch. Oder auch mit Ausdrücken bin ich auch ein sehr schmerzfreier Mensch. Und habe ich auch schon öfters mal bewiesen. Man erinnert sich gerne an die, wie hieß die große Karte da nochmal? Hopfach? Hopfach? Ich glaube, die Hopfach war das. Auf der Hopfach-Map, als ich mal mein Bestes zum Thema Kirsche und Kekse gegeben habe, ne, da haben sich ja einige Leute, ich nenne es mal so, religiöse Leute, wenn es auch nur die absolute Minderheit war. Wir reden jetzt hier, glaube ich, von 2-3 Mann war das damals, so wo ich da Kommentare davon gesehen habe, sich in ihren religiösen Gefühlen verletzt habe, weil ich diese, ja, keine Ahnung, wie man die Dinger kleiner, also ich weiß nicht mal, wie die Dinger richtig heißen, diese Plätzchen halt, keine Ahnung, die der Pfarrer dir halt ins Maul schiebt, weißt du? So, diese Dinger halt, dass ich die Kekse genannt habe, nicht Plätzchen, sondern Kekse. Und das heilige Weihwasser als, als Mineralwasser da bezeichnet habe. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, da war ja mal damals so mein Statement, du, da an dieser Aussage ist nichts beleidigend, diffamierendes oder sonst was. Und wenn man damit die religiösen Gefühle so dermaßen verletzt und dann auch sagt, ey, ich werde nie wieder deine Videos dadurch schauen können, weil ich jetzt so dermaßen verletzt bin in meinen religiösen Gefühlen, dann bin ich ganz ehrlich, muss ich sagen, gut, dann schau es dir halt bitte nicht an, weil ich lasse mir da nicht den Mund verbieten oder werde da irgendwie Wattebällchen so herum. Ich bin der Meinung, man darf in der Welt heutzutage über alles Witze machen. Über alles. Ich kann Witze über Jesus machen, ich kann Witze über Buddha machen, genauso kann ich Witze über Allah machen, ja, Allah, so frei nach dem Motto.
Das sollte kein Problem darstellen. Warum? Relativ simple Sache. Das mit der Mucke geht mir hier relativ derbe auf den Kack, muss ich ehrlich gestehen. Deswegen machen wir jetzt das mal, oder ne, wir machen am besten die Country-Mucke an. Und zwar eine ganz relativ simple Sache, weil meine Einstellung zur Religion ist folgende. Religion findet zu Hause statt. In den eigenen vier Wänden, im Kopf, im Körper, ist mir relativ egal. Es findet privat statt. Und da sollte man es auch privat lassen. Ich habe gegen keinen Menschen, der an Gott, an Allah, an Buddha oder was weiß ich, was es heutzutage sonst noch so alles gibt, glaubt, soll jeder glauben und denken, was er will, wenn er ans Spaghetti-Monster glaubt. Ey, ist doch jeden seine Sache. Ich glaube in dem Fall an gar nichts. Ich glaube nicht am lieben Gott, ich glaube nicht am lieben Allah, ich glaube nicht am lieben Buddha, ich glaube da an gar nichts. Wenn ich umfalle und tot bin, dann ist finster. Dann komme ich weder hoch noch runter, dann ist es halt vorbei. Und es wird keine Sau jucken. So simpel ist die Sache heutzutage. Und aber wenn Leute halt anders denken, ist ja kein Problem. Dürfen sie anders denken. Das sollen auch andere Leute damit nicht auf den Sack gehen. Ja, dass sie irgendwie überzeugen oder predigen oder sonst was, versteht ihr? Und deswegen bin ich auch der Meinung, darf man darüber Witze machen. Nun ist jetzt das Problem, um da auf die Twitch-Sache zurückzukommen. Warum wurde er jetzt gebannt? Man könnte jetzt natürlich nehmen, okay, das mit dieser Regensache, das ist schon rassistisch oder kann man als Rassismus auffassen, wenn man das möchte, wenn man da den Joke oder dementsprechend die Ironie dahinter nicht versteht. Aber ganz ehrlich, das ist ein vorgeschobenes Argument. Montana war jetzt in letzter Zeit sehr häufig oder sehr hart in der Kritik wegen der ganzen Casino-Geschichte. Da habe ich aber meine Meinung auch schon dazu abgegeben, was auch komplett überzogen war, wohlbemerkt. Und nun hat Twitch mit so einer Aktion einfach mal ihre Weste so reingewaschen. Sagt, hier, guck mal, wir machen was. Ne? Wir machen was. Und dass es nur den größten Streamer in dem Fall Deutschlands getroffen hat, zeigt zwar auf der einen Seite auch, okay, Twitch schreckt nicht vor der Größe zurück. Auf der anderen Seite muss man auch bedenken, irgendwo schon, weil es ist nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist einfach nur, dass sie mal ihre Weste reinwaschen wollen. Weil es gibt noch so viele Titty-Ischen-Viber auf Twitch, die ihre nicht vorhandenen, aufgeplusterten Möpse in die Kamera halten oder irgendwelche Dehnübungen machen oder jetzt halt dieser neueste oder alte Schrei ASMR-Track, um damit irgendwie Kittys Kohle aus der Tasche zu ziehen. Das ist Twitch natürlich egal, das ist ganz klar. Das ist so wie die Fahne im Wind, ja. Mal weht sie so, mal weht sie so. Interessanterweise muss man allerdings sagen, warum passiert das Ganze erst jetzt? 2 Wochen nach dem Simon, das war für die Leute, die sich damit gar nicht auskennen, Simon war Community Manager bei Twitch oder für die Twitch-Partner im Dachbereich, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Der hat jetzt seinen Posten allerdings geräumt und macht jetzt was Eigenes. Wieso, weshalb, warum, wozu, warum er sich dafür entschieden hat, keine Ahnung. Wird er seine Gründe haben dafür. Aber kaum ist Simon 2 Wochen weg, passiert sowas. Aber es gibt ja auch ein neues Gesicht im Twitch-Team. Das möchte ich euch kurz raussuchen, bevor ich da was Falsches erzähle. Und zwar ist das die liebe Yen. Ja, die Yen ist eine Dame, die unterstützt das Ganze jetzt. Und da gab es so einen allgemeinen kleinen Brief, wo sie sich so ein bisschen vorgestellt hat. Und ja, was hat man da das Ganze? Sie war Talentmanagerin bei Studio 71. Für die das nicht sagt, das ist ein YouTube-Netzwerk wie wir bei Alliance. Nur dass Studio 71 eine 100%ige Tochter der ProSiebenSat.1 Media-Gruppe ist. Und die haben solche Leute wie Kelly, Mrs. Vlog, KS3, Kronk. Ich weiß gar nicht, ob Kronk da noch drin ist. Aber so, die haben so die Elitärsten der Elitärsten. Kronk will ich jetzt mal da rauszählen. Aber so ein Netzwerk ist das. Und das Netzwerk hat sich nicht viel mit Ruhm bekleckert. Ne? Die sind so, was Content-ID und so angeht. Wenn man mal zitiert von anderen Dingern oder irgendwelche Ausschnitte kurzerhand nimmt, da sind die nämlich ganz schnell beim Striken. Beziehungsweise beim Runternehmen. Das ist ganz lustig. Also, da kommt die gute Dame her. Man hat dort 5 Jahre lang als ist seit 5 Jahren in der Social Influencer Branche, war vorher freie Journalistin beim WDR und ganz früher mal irgendeine Werbekauffrau da. Also haben wir im Endeffekt ein Werk gegangen von MCN, Studio 71 und davor noch Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk. In Anbetracht dessen, das ist natürlich jetzt noch eine Mutmaßung, ne? keine Tatsachenbehauptung, aber im Umkehrschluss dessen
wenn man sich so da die Vergangenheit anguckt, weiß man doch schon, in welche Richtung gerade jetzt Twitch im deutschen Bereich mehr oder weniger hingehen wird. Nämlich in, wie YouTube momentan, in den Wattebällchen. Nicht anecken, keine bösen Wörter sagen, ne? Alles ist cool, wir haben uns alle ganz doll lieb, ja, in der Welt gibt's keine Probleme, alles ist gut, uns geht's gut, ja, alles toll, einfach mal in die Hände klatschen und das passt. Gebe ich euch, ne, sagen wir mal, 51%ige Wahrscheinlichkeit drauf, dass das der Turnus in den nächsten Jahren auch auf Twitch sein wird, weil alles nur noch weichgespült wird, ja, weil die heutzutage die Gesellschaft und die Firmen vor alles Schiss haben, was aber einfach an unserer heutigen Gesellschaft liegt. Ne? Muss man ja auch einfach mal, muss man im Endeffekt auch mal dazu sagen. Du musst irgendwas, musst irgendeinen einen lustigen Spruch oder einen steiferen Spruch gegen eine Frau bringen. Komm, schon rennt dir die Femnazis die Tiere ein. Ja, es ist heutzutage. Ah ja, voll, schön. Ja, das ist heutzutage alles. Naja, lustig ist es ja nicht mal. Das ist eigentlich traurig, aber es ist halt heutzutage so, ne? Deswegen, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der ganze Spaß so weitergeht. Muss ich ehrlich gestehen. Ich werde meine Fresse weiterhin so haben, wie ich sie habe. Ich nehme da wenig Rücksicht drauf, weil ich bin der Meinung, ich spreche die Dinge so an oder aus, wie ich sie sehe, beziehungsweise wie ich sie denke oder wie sie einfach sind. Und wer ja, auf eine direkte Ansprache oder auf eine direkte oder konkrete Aussage nicht klarkommt, weil keine Ahnung, weil man halt so verweichlicht ist, ist das indirekt oder auch direkt nicht mein Problem. Ne? Dafür gibt es ja die tolle Auswahl an sehr vielen anderen Programminhalten heutzutage. Ne? YouTube ist sehr groß, Twitch ist sehr groß. Aber das wollte ich an der Stelle eigentlich nochmal anmerken. Es ist halt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ne? Findet ihr so eine Verweichlichung gut? Oder sagt ihr eher, das ist eigentlich für einen Arsch? Mit Verweichlichung meine ich jetzt nicht, dass es jetzt erlaubt sein sollte, zu sagen, ey, der N da drüben, ey, den hasse ich. Das meine ich mit Dings natürlich nicht. Ne? Also man sollte schon einen gewissen Anstand haben und auch gewisse Regeln im Kopf festsetzen. Aber ich meine, dieses ständige Aufgepasse, was man sagt, wie man es sagt und dass man damit ja keinen irgendwie vielleicht eventuell zu 5% so verletzen könnte oder aufbringen könnte. Versteht ihr das? Damit kam ich noch nie klar, damit wäre ich auch nie klarkommen. Weil das einfach nur lächerlich ist. Ja, weil das einfach so richtig so, keine Ahnung, so, na, sind alles irgendwo erwachsene Menschen. Und die tun so, als wären sie gerade aus dem Unterleib einer Frau rausgerutscht, ja, und wären ein Baby und könnten sich nicht selber schützen oder haben so wenig Selbstvertrauen oder keine Ahnung, so viel Selbstwertgefühl, dass sie wegen jeden, also wirklich wegen jeden Scheiß rumheulen müssen. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Also wir rutschen ja momentan echt in eine Schiene ab, wo wir nur noch Mem erziehen, habe ich so das Gefühl. Wirklich, wo wir wirklich nur noch Mem sind. Aber ist so eine andere Sache. Ich habe jetzt noch irgendwie in meiner täglichen Zusammenfassung von meinem Echo irgendwie gehört, dass man jetzt noch irgendwie in unserem Personalausweis zwischen männlich-weiblich jetzt sogar divers ankreuzen können oder umändern können, wenn wir uns so und so fühlen, beziehungsweise wenn wir beide Merkmale haben, also männliche und weibliche Merkmale. Gut, ich habe größere Männerbrüste als manche Frauen. Ich glaube, ich kann mich jetzt auch als divers einschreiben lassen. Ich weiß es nicht. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich meine, am Ende rotten wir uns eh alle gegenseitig aus, weil die Menschheit halt so dumm ist. Ne? Das werdet ihr nicht mehr erleben, das werde ich nicht mehr erleben, das werden vielleicht eure Kinder nicht erleben, aber die Kinder eurer Kinder, die haben sowieso eine ganz tolle Welt vor sich. Aber Freunde, das soll es erstmal gewesen sein hier mit dem Wort zum Freitag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Däumchen da lassen nicht vergessen. Ja, und bis denne, haut rein, tschüss. Tschüss.